Hallo und herzlich willkommen zurück zur Ausgabe 13 der Fuchsbau News. Und kommen wir auch direkt zu den Themen. Am Montag startete bereits ab 15 Uhr ein Stream von Fizaya, in dem sie mit Wazoo, den sie live nennt, Speedrun in Stardew Valley geübt hat. Das ging ein bisschen lange, also wie ein normaler Stream von Fizaya eben dauert, so ungefähr. Sie hat vieles gelernt, muss man sagen. Bis sie am Ende einen richtig guten Run hatte, bei dem live nichts gesagt hat. Ich würde euch hierzu aus dem Highlight-Video die letzte Sequenz einspielen, wo ihr auch seht, welche Zeit sie erreicht hat. Kurz dazu, ich weiß jetzt nicht auswendig, worüber der Run ging. Sollte ich das herausgefunden haben, blende ich es hier oben links ein. Ja. Den vollständigen Run könnt ihr dann als Highlight auf Twitch finden bei Fizaya oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da werde ich es euch nämlich auch verlinken. Somit kommen wir zu dieser Sequenz. Ich wünsche euch viel Spaß und danach gehen wir auch direkt zum nächsten Thema. Ist klar. Ernten. Zack, 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 zack. Siehst du, alle gegossen. Sehr gut. Schlafen. Mayonnaise-Maschine, sehr schön. So, dann stellen wir die Mayo-Maschine her. Zack, zack, stelle ich hier hin. Machen das, gehen wieder schlafen. Ich drücke die Taste. So, ich trinke die Mayo. Und zack. 11 Minuten 36, Alter! Es klaut live mir nie, wenn er gleich wieder kommt. Ich war die ganze Zeit schon hier, ich war nur leise. Oh, hi! 11 Minuten 36! Und soll ich Ihnen was sagen? Was willst du mir sagen? Herzlichen Glückwunsch, dass Sie einen Weltrekord haben. Ich habe einen Weltrekord! Unter anderem gab es nach dem Speedrun aus Stardew Valley noch einen weiteren, ja, jetzt keinen direkten Speedrun, aber Speedrun-Training in The Legend of Zelda A Link to the Past, und zwar das für die Super Nintendo, wenn ich mich nicht irre, halt mit diesem Switch Online Ding, ist aber wurscht. Nostalgie-Kick pur, muss man sagen, ein schönes Spiel. Fesi hat es tatsächlich gut gemeistert mit der Anleitung von Live, aber was anderes war ja auch nicht zu erwarten, oder? Das war dann noch so das kleine zusätzliche obendrauf. Und das war's dann auch schon. Also, da gibt's jetzt keine Clips zu, keine Highlights. Aber ey, ihr könnt ja nach dem VOD, nachdem ihr dieses Highlight geguckt habt, einfach mal gucken nach dem VOD. Das heißt, das VOD heißt einfach komplett, wie funktionieren eigentlich Speedrun auch nicht. Ich kann es auch eigentlich verlinken. Und dann geht ihr bei Minute 2, bei Minute sage ich schon, bei Stunde 2:42 bzw. 2:43 rein. Und dann könnt ihr noch den Legend of Zelda Speedrun Trainingsdingens da sehen. Link dazu stecke ich euch in die Videobeschreibung. Und damit kommen wir nun zum nächsten Stream. Normalerweise würde ich jetzt sagen, am Donnerstag kam Grimworld, aber nein, das gab es schon am Mittwoch. War ja auch im letzten Streamplan angekündigt. Ne? Da, aber die Zeit war dieselbe. Also, Mittwoch 19 Uhr gab es Grimworld mit unserer wunderschönen Kolonie, die das letzte Mal ein bisschen von einem toxischen Fallout in die Knie gezwungen wurde. War sehr gut überlebt. Außer dass am Ende sehr viele Tiere leider gestorben sind. Ich glaube so 75. Das war tatsächlich jetzt
Das mit den Tieren war tatsächlich beim Run von Mittwoch. Da haben wir den toxischen Fallout überstanden. Allerdings sind uns im Nachgang so 75 Tiere verreckt. Ja. Es war ein durchschnittlicher Stream, obwohl doch einiges geschafft wurde, muss man sagen. Wir haben sehr viele Meteoriten auf die Kolonie gejagt. Zu viele, dass ich den Überblick verloren habe. Gefühlt 75% davon waren Jade-Meteoriten, der Rest war alles Mögliche. Wir haben nun so viel Jade in der Kolonie, dass man quasi das Jade-Gemach aus Genshin Impact 10-mal bauen könnte. Ja, so viel Jade haben wir. Also wir haben mehr Jade, als wir benutzen könnten. Wir können mit Jade um uns schmeißen. Wir haben gefühlt mehr Jade als Heu. Ich glaube, das ist nicht mal untertrieben. Oder übertrieben, keine Ahnung. Tatsächlich gab es auch wieder ein paar Ratten, aber das waren nur 10 Stück, also nichts Besonderes. Es war langweilig, zu wenige Ratten. Es war ein durchschnittlicher Run. Es ist jetzt nicht wirklich jemand gestorben, außer dass sich die Leute hier teilweise wieder geprügelt haben. Also absoluter Standard. Absolut. Und damit kommen wir dann aber auch schon zum nächsten Thema. Und das wäre der Stream von Sonntag. Am Sonntag gab es Stardew Valley, den Wolkenhof, also das Streamer-Projekt da. Dazu kann ich leider nichts berichten, da ich ja den Stream nicht gesehen habe. Ich war ein bisschen am Zocken und habe mehr Infos über Genshin Impact gesammelt, als mir lieb war. Also gezockt habe ich GTA und später YouTube-Videos über Genshin Impact geguckt. Ja. Das war mein Sonntag. Deswegen habe ich leider keine Infos zum Stream. Aber es gab wohl ein paar Clips. Die spiele ich euch einfach ein. Ich kann dazu leider nicht viel sagen, aber hey, es gab Clips. Und danach, nach diesen Clips, kommen wir auch dann zum Streamplan. Rosa mit weißen Blobs drin? Ich mag weiße Blobs. Blobs. Profitabel, Gewinn täglich 60 Gold. Ernte mehrfach. Wie viel, oder? Ernte mehrfach. möglich das ist. Ernten mehrere. Ja, ihr ernten mehrere könnt ihr. 60 Gold. Gold 60. Damit kommen wir auch nun zum Streamplan. Am Dienstag ab 19.30 Uhr gibt's Pen and Paper Pathfinder, wo Fesi wieder als Hisako Snowshade oder Snowshade, ich sag Snowshade, das ist kein Baum, spielt. Wer nicht weiß, was Pen and Paper ist, Roleplay. Ganz einfach Roleplay. Und es wird gewürfelt. Es ist ganz interessant anzusehen, auch wenn's erstmal auf den ersten Blick sehr langweilig wirkt, ist es doch echt interessant, was sich da für Geschichten entwickeln. Also wen es interessiert, Dienstag 19.30 Uhr. Am Donnerstag 19 Uhr geht es dann wieder weiter mit unserer wunderschönen Rimworld Community Run. Mit unserem Rimworld Community Run, so. wie viele Meteoriten schaffen wir diesmal? Mehr als 10. Aber bitte in die Basis. Wir werden sehen. Und am Sonntag ab 19 Uhr geht es dann weiter auf dem Wolkenhof in Stardew Valley. Damit sind wir auch schon fertig mit der Fuchsbau News. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Und wir hören uns dann spätestens zur nächsten Ausgabe der Fuchsbau News. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ein Tag voller Trube, die Welt ist in Streit. Nachrichten im Überfluss, keiner weiß was.
Wow, wir sind bereit, die Wahrheit zu erzählen, den Skandal.